So, ja, willkommen zur vierten Folge von unserem Mindtest Special Carpeten. Nachdem es dann wieder losgeht, am Wochenende dann wieder mit unserem Mindtest Let's Play. Also mit dem Vanilla Mindtest Let's Play. Weil Mindtest ist das ja auch. Genau genommen ist das auch Vanilla. Nur ich musste es halt irgendwie von dem anderen Vanilla Server abgrenzen. Weswegen halt der mit dem V7 Mapgen Vanilla heißt und der ist hier Carpeten. Kann die Scheiße mal schneller wachsen? Gut. Okay, wir brauchen Holz. Wir haben zum Glück relativ viel Holz. Wir können auch mal anfangen, mal neue Bäume einzupflanzen. Fällt gerade ein, damit wir einen schönen Vorrat an Holz haben. Ich würde mal sagen, wir schlagen die vier Bäume hier mal auch noch ab und dann nutzen wir die Fläche hier mal für, um Bäume aufzuforsten. Das macht, denke ich, Sinn. Sind da hier eh keine Apfelbäume mit bei den vier? Von daher. Bei normalen Bäumen habe ich absolut keinen. Oh doch! Da waren. Da hinten so noch ein Apfel. Okay. Leco mio. Wollt ihr mich ficken? Okay, das. Leco mio. Ja, wir ficken dich. Ich habe nichts gesagt. Ihr hört nur Flöhe husten. So. Äpfel können wir immer schon pflücken. Dann wachsen die nach und wir haben immer schon Vorrat an Äpfel. Finde ich voll geil. So, jetzt kommen die nächsten Apfelbäume. Die ersten von uns gepflanzten. Packen wir hier immer schon an Strand dran. Ich weiß gar nicht, der Abstand 4 sollte reichen, also ist der zu nah. Ich habe keine Ahnung, einfach hier so. Bastet. Genau, haben sie viel Abstand. 1, 2, 3, 4. Bam. 1, 2, 3, 4. Genau da, wo der ist. Easy. Sollte erstmal reichen. Okay. Holz. Wir brauchen Holz. Und zwar brauchen wir Bretter. Also schmeißen wir das rein und machen, nee, nicht alles, aber ein bisschen. So, reicht das mal. Da, 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 da. Die Frage ist, wo machen wir die Tür hin? Ich würde gerne eine Tür zum Hinterhof haben. Die machen wir am besten direkt hier hin. So. Und unsere Haupteingangstür, die machen wir dann hier vorne. Die Frage ist, machen wir sie hier hin oder hier in die Richtung? Ich wäre fast dafür hier, dann haben wir praktisch dieses kleine Eckstück hier als praktisch als Vorraum. Nein, nicht dahin. Heißt also da, 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 da. Fuck you. In die Ass. Nein. So, geht da. So, perfekt. Mache ich am besten auch schon mal instant die Türen. Eins, zwei. Ach hier, wir brauchen ja vier. Ich schon wieder. Drei, vier. So, Tür Nummer eins kommt dahin. Tür Nummer zwei kommt. Nein! Dahin. Thank you very much. Und hier haben wir das gleiche. Easy. Geilo Mato. So, und das restliche Holz kommt dann jetzt, wie gesagt, ganz normal für die Seiten. Ach ja, übrigens, das mit dem Projektionfrei, das Feld, was ich da angepflanzt hatte, ist tatsächlich immer noch nicht gewachsen. Ich habe nochmal zwischenzeitlich reingeschaut. Es wächst tatsächlich einfach gar nicht. Es ist ein bisschen traurig. Keine Ahnung, was da schief läuft beim Server.
normalerweise sollte das funktionieren, weil der Boden ist ja wie gesagt auch feucht geworden, aber gut. Darüber brauchen wir hier nicht sprechen, ist ja ein anderer Server, ist ja ein so mein Server und bei mir läuft immer alles. Boah. Da kriegst du praktisch direkt beim Joinen auf dem Server eine Erektion. Bitte nach da, Dankeschön. Gut, jetzt wird die Kiste natürlich zugebaut. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Zwei Wände füllen auch noch. Das ist auch nicht so optimal. Wie viel Holz haben wir noch? Komm, gib mal alles. Ich hoffe, das war jetzt keine Verschwendung. Weil wir werden definitiv noch Holz brauchen. Nur wahrscheinlich nicht so viel. Aber gut. Holz, das man hat, das hat man. Unser Dach werden wir sowieso nicht aus Holz machen, sondern da werde ich dann mal wieder einen schönen roten Stein suchen. Das war komplett verumbuckt. Dankeschön. Ein Hühnchen! Hast du ein Ei gelegt? Nein. Arschloch. Geizkragen. So, unser Grundgerüst vom Haus steht schon mal fertig. Ich könnte noch den Fußboden reinziehen, dafür würde ich aber gerne einen normalen Stein benutzen. Davon haben wir aber nicht so viel. Fuck, mache ich trotzdem. Da ist also der ganze Boni muss erstmal raus. Oh Gott, wir brauchen echt mehr Materialien. Das geht ja hier so gar nicht. Naja, wie ich schon sagte, wie gesagt, Ressourcen ist bei dem Map-Gen hier echt eine Seltenheit. Also der ist da viel stiefmütterlicher als andere Map-Gens. Klappe, was machst du hier drinne? Raus mit dir. Diese Nacht wirst du nicht mehr überleben. Nein! Apropos überleben, wir sollten mal was essen. Ich buddle den ganzen Tag. Ich buddle den ganzen Tag. Wenn wir gerade sowieso alles aufbuddeln, sollten wir dann auch gleich mal Keller 1 reinziehen? Nee, ne? Keller lohnt sich immer nicht so, wirklich. Gott, wie viel Sand hier ist, Alter. Eigentlich wollte ich Gestein abbauen und kein Sand. Oh Mann, ey. Also ich glaube, ich werde den Unterraum von dem Haus dann ausgehöhlt lassen. Bitte dort ein paar Fackeln aufstellen, damit sich da keine Monster sammeln. Und dann werden wir vielleicht ja später, können wir es ja dann optional nochmal einen Keller hinzufügen, weil ich glaube mal, bei der Menge, die ich jetzt hier rausbagger, dürfte das sich von der Größe her definitiv lohnen. Von daher. Das Ganze aufzuschütten würde eh nur unnötig lange dauern. So, brauchen wir für das letzte nochmal. Wow. Ach komm, Alter. Hä? Ach so. Ja gut. Das war jetzt natürlich intelligent. So, bitte. Danke. Und da machen wir jetzt so easy. Kohle! Oh mein Gott! So, und jetzt wird scheiße. Jetzt. Wow. Richtig scheiße.
Jetzt brauchen wir nämlich Stein und den Apfelbaum, und dauert lange. Aber dann haben wir wenigstens gleich wieder Stein. Vor allem, da wir ja auch kein Eisen haben, brauchen wir Stein ja auch allein für die Werkzeuge. Wir werden also viel Stein brauchen über langere Zeit, über längere Zeit. Ach Gott, das kann dauern hier. So. Voll das Geile ist, wenn wir jetzt hier einmal eine Reihe Stein abbauen, also jetzt hier eine komplette Reihe Stein abbauen, dann haben wir danach automatisch auch genau, also genau so viel Stein, wie wir brauchen, um genau eine Reihe hier oben wieder hinzubauen mit Cobblestone. Von daher. Oh mein Gott, eine Kuh! Oder war das eine Kuh? Klang so. Ich hab keine Ahnung. Mir fällt gerade auf, ich brauche auch noch einen Ausgang, denn um hier wieder rauszukommen. Ha! Scheiße. Egal, jetzt machen wir schnell was hin. Bauen wir schnell ein paar Leitern. Eigentlich hätten wir dieses Koppel, Quatsch, dieses Page voll, wie kann man überhaupt access? Dieses Kupfer. Hätten wir uns wirklich gleich mal abbauen können. Obwohl war immer einmal Kupfer, ne? Scheiße. Lieber, wenn wir nämlich ein bisschen mehr Kupfer gehabt hätten, dann hätten wir nämlich uns zumindest aus Bronze ein Schwert kräften können. Und eine Axt. Weil eben. Das bringt uns zwar für die Kisten nichts, aber für Werkzeuge hätten wir Kupfer gebrauchen können, also Bronze. Aber eben, da war nur einmal Kupfer, von daher reicht das für Bronze sowieso nicht aus, weil ich glaube mal, hier ist das mit diesem 8 zu 1 Verhältnis. Können wir mal ganz kurz gucken, Bronze. Ja, heißt also, wir brauchen mindestens 8 mal Kupfer, damit wir unser erstes Bronze produzieren können und damit... So viel Kupfer war da gar nicht, da war nur einmal Kupfer. Also, sowieso beschissen. Eine Kuh. So, jetzt müssen wir hier wieder irgendwie rauskommen. Dazu packe ich einfach mal hier irgendwie ein bisschen so. Achso, siehst du hier noch Kerzen? Fackeln. Damit hier unten keine Monster spawnen. So, sollte ausreichen. Achso, siehst du? Ich sollte aber auch anfangen, hier gleich mal Scheine zu setzen, sonst komme ich hier später in Bredouille. So. Wow, ein Hase ist gefangen gefunden. Gefangen gefunden, klar. So, dann haben wir schon mal gleich mal einen schicken Boden. Das passt doch. Dann haben wir hier schon mal die erste Etage soweit fertig. Dann fehlt bloß noch die Decke, was dann gleichzeitig der Dachboden wird, weil, wie gesagt, wird einetagig das Ganze. Und dann, ja, haben wir quasi schon mal eine schnieke kleine Wohnung mit ein bisschen Abwechslung und unten schön Cobblestone als Boden, dann Cleanstone als Dach. Oder? Ich hätte schon gerne was Rotes. Also irgendwie was Rötlicheres. Müssen wir uns mal auf die Suche begeben nach Dschungel, nach Wüste. So, perfekt. Da sieht doch schon mal ganz geil aus. So, das erste ist auch mittlerweile reif. Sehr schön. So, dann packen wir mal das hier gleich wieder hin und ja. Geilomato. Das hier ist auch gleich reif. Bald. Fleisch. Ja, das ist sowieso geil. Das Witzige ist, an meinem Test, die Tiere rennen dummerweise immer ins Wasser und sterben da. Das heißt also, wenn man nah am Wasser gebaut ist, so wie wir,
Dann hat man quasi im Wasser auch immer Fleischvorrat, weil hier rennen andauernd Tiere rein. Ist ganz nice, ist ganz witzig. Ich weiß, ist nicht ganz lustig, aber wenn die Tiere hier nun mal so dumm sind, was kann ich denn dafür? Oh nein, da ist ein Apfelbaum gewachsen. Oh Gott. Tja, leider musst du wieder weg. Tschüss. Wir brauchen dein Holz. Danke. Danke. So, kannst du gleich, kann da gleich wieder ein neuer Baum hin? So, ungefähr. Na komm her. Ich bin doch gar nicht im Wasser drin. So. Aha, jetzt kommt auch der nächste Baum. Gib mir den Apfel. Danke. Oh, wow. Alter, aber jetzt geht hier wieder Schlag auf Schlag. Ist doch nicht mehr schön hier. Also doch, schön schon, aber... Ja. Hey, wo hat der Baum jetzt so? Kann der nicht mal braun bleiben? Ist doch Bullshit. 1, 2, 3, 4. Also kann er nur hier gewesen sein. Packe ich ihn einfach auch mal direkt hier hin. Easy. 1, 2, 3, 4. Also war er hier. Ach, wegen dem Holzbaustamm da. Wegen dem Holzstamm. Bekommen wir gleich einen schönen Vorrat an Blätter. Blätter sind ja immerhin ein schönes alternatives Baumittel. Unser erstes Weizen. Unser erstes Baumwolle. Yay, alles reif. Geilomato. Baumwolle. Bitte. Danke. So, sehr schön. Okay. Wie viele Baumstämme haben wir jetzt? Wir haben 21 Baumstämme gerade mal. Das ist nicht allzu viel. Nein. Das so, so. Ach Gott, ich lager mal aus hier. Kommt raus. Nein, doch nicht. So. Oh, Schweinchen. Nein, wo ist mein Schwert? Da. So. Oh, wir haben schon 7 Fleisch. Nice. Können wir jetzt mal anfangen, ein bisschen Fleisch zu backen? Weil Fleisch ist immer so ein schöner Notvorrat, wenn man nichts anderes mehr hat. Ich meine, brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil wir haben so viele Äpfel. Ich glaube mal, in Not kommen wir gar nicht mehr. Wo sind meine Samen? Habe ich natürlich alle weggepackt, war ja klar. Aber dennoch ist es immer ratsam, ein bisschen Fleisch dabei zu haben. Gerade wenn man zum Beispiel vorhat, etwas größere Reisen zu machen, dann ist eine kleine Notration definitiv nicht verkehrt. Denke ich mal. So. Okay. Holz. Wir haben Holz. Heißt also, wir können jetzt mit dem Dach anfangen. Ich werde jetzt bei dem Dach aber mal ein bisschen alternativ bleiben. Das heißt also, wobei, macht das Sinn? Also, damit ihr wisst, was ich meine, ich wollte praktisch nicht hier die Holzreihe hinsetzen, sondern direkt auf dem anderen Holz drauf. Normalerweise mache ich das ja Holz nicht hier drauf, sondern eins daneben, sodass praktisch ein Vorsprung entsteht.
Das sollte ich aber diesmal lassen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich mach's doch. Ja, komm doch, machen wir. Wir wollen ja hier nicht mit Sitten brechen. Was macht man nicht? Wow, ich bin dunkel. Ich sehe nichts mehr. Danke. So, kommst du wieder weg? Brauchen allerdings dann hier überall noch ein Holzklötzchen. So, die nächste Frage ist, dann ziehen wir hier einen Zwischenboden rein? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ja, aus welchem Material machen wir den Zwischenboden? Weil den können wir zum Beispiel aus Cleanstone. Ach, leck mich doch am Arsch. Den könnten wir zum Beispiel aus Cleanstone machen. Wow, bin ich beinahe runtergefallen. Ach komm. Jetzt wird man hier nicht blöd. Merkt Kleiner. Wir sind hier in Erinnerung. Da kommt man zur Besinnung. Hey, war voll witzig und so, Digga. Dieser Wortwitz, ey, als ich den kapiert habe. Digga, ich habe mich voll intellektuell gefühlt. Da noch und ich brauche noch einer. Nein, mein Holz ist leer. Weizen, Mann, nein, Baumwolle. Oh, halt, der war noch nicht reif. Yay, unsere erste Baumwolle. Wo sind die Samen? Da sind die Samen. Oh, what the fuck? Oh mein Gott, mein Inventar ist zu voll. Das brauchen wir nicht mehr, das kann weg. Das brauchen wir auch nicht mehr, kann weg. Alles andere brauchen wir. Nein, das brauchen wir auch nicht, kann auch weg. Wenn ich mal ein bisschen aufgeräumter bin. Ja, und ich weiß, insoweit macht das schon Sinn, dass mit dem, das Projekt Hirnfrei so eine extrem breite Leiste gehabt hat. So rum, genau. Aber andererseits muss man auch sagen, man kommt halt damit, wenn man zu viel hat, dann halt auch extrem durcheinander. Von daher finde ich das mit der kleinen Leiste hier schon ganz praktisch. Ist schon ganz geil. Man muss halt nur Ordnung halten. Das ist halt das A und O. Ja, das war's mit dem mit der Axt. Wir sollten uns mal neu bauen. Danke. Vor allen Dingen ist Laub ein schönes Brennmaterial. Gerade wenn man jetzt noch keine Kohle hat, ich meine, wir haben welche, ja, aber wenn man jetzt neu auf den Server joint, noch keine Kohle hat, dann kann man zwar auch Holz als Brennmaterial nutzen, aber Holz ist auch halt ein gutes Baumaterial. Deswegen, wenn man sich das Holz als Baumaterial aufheben möchte, kann man dann dafür die Blätter als Brennmaterial benutzen. Was schon nicht schlecht ist. Okay, wo waren wir? Scheiße, komme ich mehr rauf. Gut, dann gehen wir mal hier lang. So, so, da muss doch einer hin. Dankeschön. Jetzt müssen wir an die Ecke hier. Und jetzt muss da einer hin. Und da müssen welche ran. Da brauchen wir viel Holz. Okay, die Bäume hier stehen auch noch. Die mache ich aber, glaube ich, auch weg. Oder lasse ich die... Oh Gott, die Bäume an sich würde ich schon gerne lassen. Wir müssen dann hier ein paar Blätter entfernen. Ach komm, ich fäll die Bäume. Haben wir vielleicht mal noch eine Injektierung, bisschen Holz quasi?
Vor allem sind Apfelbäume. Gott, das ist ja gleich noch mehr schade drum. Ach, scheiße. Egal. Jetzt zu spät, jetzt ist der Baum bereits gefällt. Der hier kommt auch weg, weil das ist kein Apfelbaum. Da bin ich ein bisschen rassistisch, ja. Also Nutzbäume können bleiben. Bäume, die einfach nur schön aussehen, müssen weg. Na komm, da. Weg mit dir. So, jetzt mal die ganzen Blätter hier wegmachen hier. Bevor ich mich vergesse. Langsam komme ich auch wieder Hunger. Ich sollte mal wieder ein paar Äpfel essen. Das Witzige ist, ich kriege auch einen echten Hunger. Das heißt also, auch ich sollte Äpfel essen. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ach, leck mich doch. Fuck you. So, jetzt haben wir hier wieder Holz. Das Holz kommt nach da. Da kommt jetzt du dran, genau. Dann kommt jetzt da wieder du dran. Und da kommt jetzt du dran. Easy, perfekt. Ach man, ey, ernsthaft, Alter, ist doch nicht mehr normal hier. Ey, mein Test, willst du mich ficken? Kann ich hier rein? Ja. So, da kommst jetzt du dran. So. Okay, du kommst auch weg. Du hast gerade so schön danach geschrien. So, du sollst noch Äpfel essen. So. Oha. Mein Test-Server hat gerade hatte gerade kurzzeitig eine Auslastung von 100%. Beziehungsweise hat sie immer noch. Yay! Fortgeschrittene Holzfäller, Digga! Wie viel das haben wir gefällt? Fortgeschrittene Holzfäller. 216? Das ist eine komische Zahl. Stockmacher. Oh. Licht an. Ah, oder Fackel. Okay. Schatzmeister. Fertigen Sie 15 Truhen. Achso, ich dachte wegen Schatzmeister, dass man da mit dem Schloss machen muss. Aber abgehärteter Bergarbeiter. 1000 Blöcke, Alter. Oh, was gibt's hier denn alles? Ah ja, können wir uns immer in der nächsten Folge nochmal durchgucken. Zeit ist nämlich mittlerweile wieder ran. Ja, die Blätter hier mache ich doch schnell ab. Ja, ich weiß, mit Blätter abmachen und so sollte man eigentlich nicht mit Werkzeugen machen, weil da ist mit der Hand genauso schnell. Aber ganz ehrlich, ich meine, bei Steinwerkzeugen brauchen wir jetzt nur wirklich nicht sparen. Wenn ich Eisenwerkzeuge hätte, wäre es was anderes. Ja, da kann man sparen, definitiv. Da macht es auch tatsächlich Sinn. Aber wie gesagt, haben wir ja nicht. Von daher muss ich da jetzt alles sagen, fuck off. Oh, klatschen wir noch schnell die letzten Baumstämme ran und dann war's das für die Folge. Oh, ja. Das hier sieht scheiße aus. Die Blätter hier können bleiben. Die da oben kommen aber weg. Ach, hier ist noch ein Baumstamm, der da nicht hingehört. Gott, warum sagt mir das denn keiner? Ist der witzig. Oh Gott, die werden ja auch noch alle weg. Also zumindest, wenn ich da rankommen würde. Geht jemand schneller? Nee. Geht leider überhaupt nicht schneller. Ach, jetzt siehst du, kommen wir drauf. Tada, perfekt.
So ist doch geil. Noch ein bisschen stutzen hier. Okay, schon sieht der Baum aus wie ein Baum. Und hier noch ein paar Blätter bekommen. So, warum auch immer ich jetzt gerade ihn umgebracht habe, ich habe keine Ahnung. Oh, wir haben. Ah, siehst du, wir können noch mal ein bisschen auf dem Feld ein bisschen Zeugs verteilen. Hey, wieso habe ich hier so viele Baumwollsamen? Ah, egal. Wie gesagt, wir machen jetzt mal Pause. Ja. Dann esse ich jetzt was und dann gehen wir weiter. Schau mit V.